Ja, noch ein sehr schönes Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist Die selbstbestimmte Geburt, Handbuch für werdende Eltern mit Erfahrungsberichten von Ina May Gaskin oder so. Und zwar geht es so ein bisschen darum, also, oder das Thema, was ich auch gefühlt habe ganz am Anfang meiner Schwangerschaft, war so: Ich möchte nicht abhängig werden von den Ärzten oder in diese Angstmaschinerie reinkommen, ja? So, ich sag's immer ein bisschen übertrieben, so ein auf den, oh Gott, die Geburt ist so schmerzhaft, dass man das nie aushalten kann und am besten schon im 7. Monat PDA. Ich weiß, ich übertreibe jetzt, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Also komplett auf die Ärzte verlassen, total auf die Schulmedizin, am liebsten sicherheitshalber einen Kaiserschnitt, nur im Krankenhaus gebären, selbst wenn eine natürliche Geburt nichts im Wege stehen würde. Das ist sowas, da kann ich nicht hinterstehen, weil ich glaube halt, dass die Natur das schon so eingerichtet hat, dass wir Frauen auch fähig sind, ein Kind zu gebären. Es gibt natürlich einfach Situationen, wo es im Krankenhaus auch sehr wichtig ist und wo auch lebensrettend sein kann, auch unterstützend. Und das würde ich dann auch in Anspruch nehmen. Also wenn zum Beispiel die Hebamme sagt, hey, wir müssen die Hausgeburt abbrechen, da ist was nicht okay. Und ich kenne auch Frauen, bei denen das so war. Natürlich würde ich dann nicht sagen, nein, ich ziehe das jetzt durch, ist ja ganz klar. Aber ich glaube halt, dass man das auch in der heutigen Zeit sehr übertreibt, diese ganze Vorsorge. Und es ist auch viel Angstgemache drin. Und ich finde es wichtig, die Schwangerschaft auch zu genießen und nicht nur von einer Vorsorgeuntersuchung zur nächsten zu rennen und zu hoffen, dass alles okay ist und das Kind groß genug oder nicht zu klein oder keine Ahnung, was da alles dann, was die Ärzte einem sagen können. So, und das Buch bestärkt da drin auch nochmal und es geht auch noch so einen Schritt weiter. Es beschreibt verschiedene Hausgeburten und verschiedene natürliche Geburten. Ganz besonders interessant fand ich einen Bericht von einem Ärzte-Ehepaar, die beide sehr viele Geburten auch begleitet haben und gesagt haben, weil wir so viel gesehen haben, wollen wir eben nicht in der Klinik entbinden. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und dann kam bei den beiden aber doch natürlich dieser Ärzteverstand auch immer wieder durch, auch während der Geburt, so, oh Gott, es geht nicht mehr weiter oder so. Und ja, es ist ganz, ganz toll beschrieben und sie haben es dann natürlich doch geschafft und sehr, sehr happy. Und ja, also dieser Prozess zusammen mit der Hebamme, wodurch sie gegangen sind, da war sehr, sehr spannend. Dann natürlich auch dieses ganze Thema, das findet auch mal immer wieder, wenn man sich mit dem Thema alternative Geburt, eigentlich, was heißt das eigentlich alternativ? Das sollte ja die normale Geburt sein, ja? Hausgeburt und so. Nun gut, also auseinandersetzt ist ja, also ich finde, es kann ja nicht normal sein, dass man auf dem Rücken liegt mit so einem Wehenstreiber, ja, mit so einem Bauch, wie so ein Käfer auf dem Rücken, sich nicht bewegen kann und dann keine, dann auch noch die Wehen auf die Reihe kriegen soll. Also ich glaube, dass daher sehr viele Schmerzen kommen, weil man sich nicht bewegen kann. Das ist zumindest mein Gefühl, mein inneres Gefühl und das, was ich so auch gelesen habe bisher. Ganz spannend finde ich daher so ein bisschen, weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber auch so ein bisschen verschiedene Geburtshaltungen, die dieses Buch auch so beschreibt. So zum Beispiel Geburtsszene aus dem 19. Jahrhundert einer Tonkawa-Frau, ich weiß nicht, was das ist. Eine Geburtsszene aus dem 19. Jahrhundert, eine afrikanische Frau in den Wehen, die sich halt an den Baum hängt. Und wo wir ein Geburtshaus waren, es angeschaut haben, hab ich auch so Tücher gesehen, die halt von der Decke hängen, wo man sich festgreifen kann. Und das kommt mir also total logisch vor, dass es nicht normal sein kann, wie gesagt, auf dem Rücken zu entbinden, sondern sich verschiedenst halt auch bewegen können sollte. Ja, und so ist dann hier halt auch eine ganze Menge beschrieben. Und es ist aber auch beschrieben, zum Beispiel auch so ein bisschen die medizinische Seite, zum Beispiel Test auf Schwangerschaftsdiabetes, also was könnte auch darauf hinweisen, dass wirklich was nicht stimmt, also was sind die Zeichen, wo man wirklich auch eingreifen sollte, auch während man Schwangerschaft, wenn man schwanger ist, was sind die Tests, die gut sind, was sind die Tests, die nicht so gut sind. Zum Beispiel Ultraschall wird auch sehr kritisch beschrieben, dass es halt für das Baby halt richtig, richtig, richtig laut ist. Ja, also richtig wie so eine Dampflok, so einen halben Meter neben dir vorbei zischt. So. Und es natürlich Situationen gibt, wo Ultraschall wichtig ist. Ich hatte ja auch einen Ultraschall ganz am Anfang meiner Schwangerschaft, nicht am Anfang der 9. Woche. Da
weil es einfach ein paar Komplikationen gab. Und da war ich natürlich froh, als ich in dem Moment dann mein kleines Zwerg da gesehen habe. Aber jetzt, wenn ich mich gut fühle und alles okay ist, würde ich jetzt nicht nochmal zum Ultraschall gehen, bis kurz vor der Geburt. Ja, also, und dann, ach ja, genau, dieses Thema. Ich meine, das ist jetzt mein erstes Kind, aber ich habe das immer wieder gehört und gelesen, dass eben Frauen geraten wird, die schon mal ein Kind Kaiserschnitt entbunden haben, auf jeden Fall das zweite auch Kaiserschnitt zu entbinden. Und auch da zeigt das Buch nah, überhaupt gar nicht. Ja, also es gibt auch Beispiele, wo das halt ganz locker eben auch anders geht. Und man muss auch verstehen ein bisschen, was dahinter steht. Also eine Kaiserschnittgeburt kann man halt, also ich bin auch selber eine Kaiserschnittgeburt und die kann man halt manchmal haben, wenn es wichtig ist. In meinem Fall war es lebensrettend, weil ich hatte ein Bein über meine Schulter. Ich hatte mein rechtes Bein über meine linke Schulter. Ich habe da so ein bisschen Yoga gemacht und saß da, also im Sitzstreik. War also nicht mit dem Kopf richtig rum, sondern andersrum. Und war halt so ein Beckenlagekind oder wie man das nennt. Und so ein Sitzhockstreik, habe da so meine Yoga-Übung gemacht, ja, und ganz klar wäre ich da normal rausgekommen, ohne ein Wunder wäre das wahrscheinlich nicht geklappt, hätte es wahrscheinlich geklappt. Also in solchen Fällen sind natürlich Kaiserschnitte wichtig, aber was, das wird ja auch beschrieben, ja, das muss ich auch sagen, also es ist kein Buch, was nur beschönigt, sondern sagt doch, hey, ab da sind die Grenzen. Aber was ich wirklich sehr kritisch empfinde, ist, dass heutzutage wirklich Frauen schon ihre Geburt planen. So ein auf den, ah ja, zwischen dem Termin und dem Termin wird es passen. Und das passt natürlich im Krankenhaus auch, weil man kann natürlich so eine Geburt ganz toll einplanen. Ja, das ist halt ein Kaiserschnitt um so und so viel Uhr und das kostet nicht so viel Geld, muss man ganz klar sagen. Beziehungsweise man macht mehr Geld, ja, dann an so einem geplanten Kaiserschnitt. Und deswegen, ich bin jetzt, wie ihr schon merkt, ja nun wirklich keiner, der sagt, man soll das alles gar nicht in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, heutzutage wird das zu viel gemacht. Dieses Buch gibt Mut, weil wenn ihr zum normalen Frauenarzt geht oder auch in so eine Mühle geratet, wo Vorsorgeuntersuchungen kommen und so weiter, ist es ganz besonders wichtig, auf sein eigenes Gefühl hören zu können, ja? Und also ich merke das immer wieder, dass bei mir dieses innere Gefühl nur kommt, wenn ich zur Ruhe komme. Und dieses Buch bestärkt das und ich kann euch das wirklich von daher echt empfehlen, auch für alle, die Hausgeburten sich überlegen, ob ihr sowas machen möchtet oder im Geburtshaus, auch unbedingt dieses Buch lesen. Also viel Freude damit.